Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu den Clangefechten. Und ja, ich weiß, ich hätte es ja schon viel, viel früher zeigen sollen, als wir noch in der Schiffsfindungsphase gewesen sind, aber ja, ich habe es verpeilt, ich habe es nicht gerafft und jetzt haben wir ein Setup gefunden, das uns eigentlich sehr, sehr gut gefällt und das auch Spaß macht. Ich möchte es allen jetzt sagen, die vielleicht neu dazukommen, wir sind kein Clan, der vergleichbar ist mit EVA oder mit OM. Wir versuchen das Ding ein bisschen kompetitiver anzugehen, nichtsdestotrotz steht Spaß an erster Stelle und wir trainieren nicht. Das bedeutet, alles, was wir uns erfahren und ausdenken an Strategien oder an Test, das wird einfach Stück für Stück in den Klanggefechten gefahren. Nichtsdestotrotz fahren wir beide Wertungen Stück für Stück hoch, eine zum Experimentieren und eine vielleicht, um in die Typhoon-Liga zu kommen, wenn wir es schaffen, das wäre unser Ziel, aber das ist es doch immer. Dieses Mal haben wir aber ein Team, das sehr fleißig mit dabei ist und auch eine entsprechende Anzahl an Gefechten fahren kann, weswegen ich auch gerne Gefechte zeige und das ausgesuchte Siege und ausgesuchte Niederlagen, weil ich finde, nur aus Siegen lernt man nichts und die Niederlagen sind das, wo man die Fehler sehr, sehr gut erkennt. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den kommenden Gefechten. Jedes Intro übrigens, das so ist wie dieses hier, ist am selben Abend aufgenommen. Ist ein anderer Spielabend, an dem ich mitgewirkt habe, dann wird es ein anderes Intro geben. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Zusehen und natürlich selbst für Erfolg in den Klanggefechten. Ja, und die ganzen Schrott. Und ein Reload Booster, ja. So, Doppelball-Team. Ich würde fast behaupten, die Insel bei G8 ist gar nicht mal schlecht für den Edinburgh. Ah, echt? Ich hätte. Ja, okay, passt. Achso, ich war hier C, ne? Ah. Oder, ja, gut. Kita. War grad. Du wirst okay. A nicht nehmen können, die haben Doppel-Baltimore. Einer wird. Ja, ich guck erstmal das Spotte. Ja, Spotte für mich. Ich versuche die Baltimore raus auf die schießen. Wollte ich verschlachten? Nee. Ah, warum bin ich so dämlich gespawnt? Hau ja. Speed Boost rein. Ah, ich hab was vergessen. Was? Ich wollte ein Modul umbauen. Ich wollte dieses Beschleunigungsmodul reinsetzen. Ah, aus dem Stand. Die Tarnung ist voll weiß von der Eddie. Bei der Edinburgh kannst du keinen Beschleunigungsrad hauen. Ja, das von Haus aus. Ja. Ach, das geht gar nicht. Ach so, nee, okay, nee. Dann habe ich doch nichts vergessen. Kannst aber Ruddership reinhauen. Die hat das von Haus aus. Alex, lass das mal André vor. Na, Marlon, da wird die. Naja, das ist Borgi Nummer 1 stehen. Ja. Umgeschwenkt, ich hab jetzt hier was. Mhm. André, ich würde aber schon sagen, dass wir eher ein bisschen außen fahren. Frederik, pass auf mit der Insel da. Bevor die uns das Genick bricht, wenn wir mal rausführen wollen. Ja, das auf jeden Fall. Schlachtriss hier. Ja, ein bisschen. Baltimore ist da. Baltimore, außer oh, Radar-Range. Bei mir im Radar. Bei mir ja. Im Radar. Hat noch nicht an. Doppel Baltimore hier, als alles und hier. Ist alles Captain. Hier. Nasi, komm zurück. Ja, ja, ja. Ich smoke euch das mal, mein Smoke ist kurz und ideal für das. Wenn ihr draußen seid, dann. Bin sowieso offen gerade. Ja, das ja. Ist aber, da kommen wir raus wahrscheinlich. Torpediert ihn die Scheiße, dass du bleibst. Ja, ich zieh dir einen Smoke, Ja, ich bin eh klein unter der Insel. Ich hab 6 Schiffe auf mir, alles gut. Wir pushen hier mit allem, also. Ja, Werftorpedos. A und Nasi kommt bitte zurück und ballert den in die Breitseite. Ich fahr dann wieder oben rum, ne? So. Neues Radar läuft. Das ist das rechte Radar. Ja, Lenin könnte einen Torpedo nehmen. Nur ein Schiff auf mir. Null Schiffe außerhalb. Ja. Lenin lutscht ein. Da war easy. Dann. Ich zieh den Smoke zum Ballern. Lenin Damage kann. Ah, shit. Der muss weiterfahren. Ich muss spotten. Ich muss da raus. Alter, muss schon schauen. Ja,
vorwärts. Danke, danke. Radar, was? Ja, das ist das zweite, das jetzt auch. Da, okay. Krosek. Oh shit. So, bitteschön. Das bleibt alles. Das komischerweise fluten. Pass auf, dass die, wie gesagt, kommt von der Insel weg, sonst seid ihr in der Hydra drin, Leute. Ja. Ja, ich entferne mich auch mal ein bisschen. Problem, wo ist denn die andere Baltimore? Die ist noch nicht nach vorne gefahren. Schöne Salve auf die Ataga. Komm, Eisi, wir fahren noch rumweg. Wie, machst du gut? Na, sie fahr ja nicht mit der Schnauze dahin. Nur so, dass du gut wegfahren kannst danach. Baltimore kommt wieder, die hat sicher Radar in 30. Kurze Frage, wie viel hatte die Cossack beim letzten Stand? Fast voll. Ja, ziemlich viel. Ja. Ihr seht meine Torpedos, ich torpeda an die Insel, dass wenn sie rumkommen, dass sie vielleicht was kassieren. Also rechts von der Insel, also da wo ihr gerade flieht. Oh shit, die Eddie wird hart drangenommen. Er muss einfach weiterfahren, ich kann ihn erst in 50 Sekunden spawnen. Ja, dann ist wieder das Radar ready. Aber die Atago zeigt ihm breit, das ist das Gute. Da ist die Cossack in C. Wenn ich dich gerade aufgehe, nehmen wir die Baltimore durch. Ja. Der Hartz ist in deren Fokus. Frederik, fährst weiter? Ja, hätte ich gesagt. Was ist mit der Cossack? Ah, shit, da ist die andere Baltimore. Das wird keinen Spaß machen jetzt. Aber wenn die Lenin weiterfährt, kann ich auch. Ja, Baltimore bin ich gleich drauf. Ich habe so auf die Atago abgesetzt. Ja, dann lass schnell den versuchen zu killen. Auf die Kiten und killen. Ja. Ja, weiß jetzt noch 9k runter. Ja, Torpedos laufen Richtung Baltimore nach. Ja, bei mir auch. Wir müssen nur auf Manuel aufpassen, der hat gleich einen bestimmten. Der wird das Bauernopfer fürchtig und auf die Baltimore. Weiter auf die Baltimore. Die Baltimore hat Radar ran, Hellraiser. Verstanden. Radar läuft. Alex, ich könnte smoken, aber er wird Radar. Wird nichts bringen, ich hab noch einen Smoke bereit jederzeit. Nimmt vielleicht die Costa kommt wieder hoch zu mir. Okay. Wir sind außer Radar-Range, ich smoke. Er hat gelöscht, obwohl er kein Wasser hatte. Jetzt hat er damit Permafire. Ja, wir brauchen einen Spot auf diese Baltimore. Ich fahr wieder ran. Die wird durchgehen. Oder? Ja, sollte durchgehen. Schießt einfach. Ja, sehr gut. Ja, sehr schön. Fahr wieder ran auf die andere Baltimore. Du schießt auf Charles. Ja. Kann mich jederzeit smoken. Das passt. Hey, noch ein Treffer. Ja. Ich robber wieder B. Ja. Da ist die Baltimore. Kit kann in B, bitte. Und wenn's dann so die Kostak kommt hoch. Ne? Ja, dann hau ab, weil du hast noch eine. Die Balti setzt auch wieder zurück. Sie ist da, sie ist schon eingezielt. Alles ist eingezielt, also fahr lieber weg, rechts weg, von der, also dass du hinter die Insel kommst. Kürzester Weg. Ja. Die ist nämlich hier. Ja, genau. Ja, ich bin schon offen. Ja, schau, dass du abhauen kannst. Und nicht schießen dabei einfach vorne. Karl sieht gut aus. Sehr schön. Sehr gut, ich halte Lenin und Baltimore offen hier. Die. Gut, Alex, wann hast du Smoke? Jederzeit bereit. Okay, dann lass so positionieren, dass wir auf die beiden können. Ja, ich bin aber nicht mehr. Du fährst einfach bei dir die Kurve links, ich fahr rechts, um den zu rennen. Ja, genau. Geradeaus. Ja, wenn schaffst du es weg, sehr gut. Dann. Wir haben die Caps und die Punkte. Ja, easy. Ja. Warten. 10.000 auf die Baltimore. Sehr gut. Nasi kriegt gerade schöne Hits raus. Das passt. Die Lenin fängt an zu pushen. Ja, müsste eigentlich ein Torpedoli lutschen, oder? Komm. Torpedoli? So heißt das. Nein, die hat sich da perfekt rein. So ein Luder, der hat Hydra an die. Die Lenin, ja. Die Baltimore. Die Baltimore hat Hydra an. Ja. Jungs, okay, zwei. Leute, konzentriert halt. Ja, die müssen wir torpen, Alex, wir können die mega gut von der Seite. Ja, aber wir draußen auf die Baltimore. Derzeit fahren, ja, die, und die Baltimore hat Radar ran. Ja. Der hat Radar an? Ja, hat Radar ran. Ja, der läuft das aus, bis wir drin sind. So sieht's aus. Fahr in deine Richtung, komm du ein bisschen zu mir ran.
Ich kann dann hinter von der Insel aus ballern, denke ich. Was soll der Geist? Ah, die konzentrieren sich hier auf was anderes. Ja, ja, die konzentrieren sich auf mir. Chillt ruhig da. Alles für den Adrenalin-Rush. I don't care. Radar ist aus. Ich bremse auch. Dann bleibt sie offen. Secondary sind auf die Linien gerichtet, die feuern jetzt. Ja, der und alles andere auf die Baltimore, wenn der raus ist, ist es vorbei. Damage Gun ist drauf bei dem. Gibt rückwärts. Oh oh. Ja, müssen wir aufpassen, genau. Die Kids hilft uns B und ein dann. Torpedotreffer Lenin. Jagt die Cossack dich überhaupt noch? Ich hab auf irgendwas gehoppelt. Ja, Funkortung ist hier immer noch. Ich komm zu dir, okay. Weil lass passt jetzt. Er kriegt ja auch ohne mich raus, die Lenin. Ja. Der ist genau hier in der Inselgruppe. Ich komm rüber zu Ja, ein sehr gutes Gefecht. Auf jeden Fall. Bin offen. Gut, die haben halt das gemacht, was am sinnvollsten ist, wenn du gegen viele DDs spielst. Der ist genau hier in dem Quadranten. Nein, ich komme. Für mich war es demütigend. Ja, gut, ist klar. Du wolltest Edinburgh fahren, das ist das Risiko. Hey, wollten war nicht die Rede, ne? Er wurde gefragt, ob jemand hat. Und da war ich der Einzige, der ja gesagt hat. Was noch so aber war, ist effektiv. Also konzentriert euch. Ist noch nicht vorbei, Leute. Was habe ich nochmal geschossen? Ja. Jetzt ist es vorbei. Ich fahr auf B hoch und dann. Alex fährt zur Cossack. Jo. Alexander will seinen Kraken. Ah, Quatsch. Ich hab's geschafft in der letzten Season mit der Zau. Gott hat André sich aufgeregt. Da, bitte Feuer frei. Ach, hab. Wo hab ich denn hingezickt gerade? Sehr gut. Sehr gut gespielt. Applaus. Ja, ich auf Toilette. Das wäre meine Maßnahme. Gleich. In dem Fall. 25 Pinkelpause, Trinken holen. Ja. Alles klar. OP. Sehr gut gespielt.